Hallo und herzlich willkommen bei diesem neuen Video von TCH Support. In diesem Video möchten wir euch zeigen, wie ihr euer Ubuntu etwas persönlicher gestaltet oder Effekte einrichtet, die euch gefallen, wie zum Beispiel das hier. Wir schreiben hier einfach auf dem Bildschirm. Genau, und das geht ganz einfach mit dem sogenannten Compiz Einstellungen. Und dafür müssen wir uns erstmal ein kleines Programm runterladen aus dem Ubuntu Software Center. Dafür drücken wir hier links auf diese kleine Einkaufstüte, wo Ubuntu Software Center daneben steht. Dann öffnet sich das Programm. In der Suche rechts oben geben wir dann einfach ein Compiz. Davor müssen wir noch auf alle Anwendungen klicken, dann geben wir rechts oben in das Suchfeld und geben wie gesagt Compiz ein. C-O-M-P-I-Z. Dann sehen wir, dass hier zwei Pakete schon installiert sind, aber wir brauchen hier das vierte derzeit Compiz Config Einstellungsverwaltung. Und dann drücken wir einfach auf Installieren und das Programm wird installiert. Wenn dann das Programm installiert ist, können wir das Software Center schließen. Anschließend geht es auf die Dash-Start-Seite, wo ich auch einfach die Super-Taste, in den meisten Fällen ist das die Windows-Taste, drücken kann und gebe ein Compiz. Dann haben wir direkt hier bei Anwendungen Compiz Config Einstellungsmanager und auf diesen können wir draufdrücken. Und hier sehen wir jetzt alle Optionen, die wir haben, um etwas einzustellen. Alle Kategorien, alles. Wir können hier einstellen allgemein beispielsweise. Oder wir können auf die Arbeitsfläche gehen. Genau. Hier mal ein paar Sachen. Und zum Beispiel haben wir gerade das hier, was ich gemacht habe, dass ich hier zeichne. Oder kritzel. Kann ich hier unter Sonstiges aktivieren. Auf dem Bildschirm zeichnen. Da kann ich auch einstellen, wie ich das Ganze aktiviere, was ich drücken soll. Wenn ich zum Beispiel reicht es auch nur die Alt-Taste zu drücken. Genau. Wenn ich da etwas aktiviert haben möchte oder deaktivieren, muss ich diesen Haken rein oder raus machen. Ich habe den jetzt einfach mal rausgemacht. Das heißt, das Zeichnen aus dem Bildschirm ist nicht möglich. Was auch passieren kann, aber darauf muss man achten, dass es uns gerade passiert. Wenn man ein Plugin deaktiviert oder aktiviert, kann es sein, dass zum Beispiel Unity die Oberfläche plötzlich nicht mehr funktioniert. Oder es einen Konflikt gibt zwischen mehreren Plugins. Also ich kann nicht alle aktivieren und dann gibt es immer ein kleines Problem. Wie gesagt, schaut es einfach durch. Die spannendsten Effekte sind hier wackelige Fenster auch oder Wassereffekte. Das muss jeder für sich selber wissen. Genau. Noch eine Sache, wenn es passiert wie uns, dass diese Konflikte kommen, dann müsst ihr Ubuntu neu starten und dann das Terminal. Wir sehen, wir haben immer noch die alte Oberfläche, dann drücke ich STRG ALT T, dann habe ich hier das Terminal und gebe hier ein, übrigens sehen wir hier gleich auch schön den Effekt der Fenster, den wir erreichen können, und gebe ein sudo unity, dann gebe ich mein Passwort ein. Und dann startet sich das Unity-Panel erneut. Übrigens könnt ihr auch mit diesem Compiz-Programm einfach alle Einstellungen, die ihr haben wollt, euch festlegen. Und dann könnt ihr es auch direkt gleich wieder entfernen, ohne dass etwas passiert. Also nochmal, einfach sich das Programm im Software Center runterladen. Compiz. Compiz Config Einstellungsmanager und dort könnt ihr alles festlegen, was ihr machen möchtet für Effekte in Ubuntu. Also viel Spaß und bis zum nächsten Mal.